wir unterbrechen sie nicht. Wunderbar. Sehr gut. Wir unterbrechen sie das zweite Mal nicht. Sehr schön. Es wird immer besser. Jetzt hat er sich in den Weg gestellt. Hundertprozentig. Ich schieße über sie. Dreh. Oh. Könntest du bitte da weggehen? Dankeschön. Ja, wunderbar. Sehr schön. Danke. Meine Herren! So, endlich. Ich verbrate hier schon wieder die ganzen Pfeile für nichts und wieder nichts. Für nur so einen Mist. Stirb. Ja, klar. Oh, warte mal, dann habe ich ja eigentlich jetzt irgendwo ganz schön viele Seelen gelassen. Kann das sein, wenn ich eben so über 20 hatte? Erzdrakenstreitkolben. Ich sollte mich vielleicht mal heilen. Und nochmal. Da war das Schwert ein bisschen zu kurz. So. Schon wieder? Ich schreie nicht so laut, die hören dich. Oh, ein Gegner, ich schieße. Oh, ich habe daneben geschossen. Jetzt kommt bestimmt wieder der Scheißkrieger, wetten? Natürlich. Meine Fresse! Was ein Wichser! Oh, ernsthaft, muss das sein? 100%ig, so mag ich das. Ein Erzdrakengewand. Oh ja. Menschlichkeit, ey. Ich verballer hier aber ganz schön Menschlichkeit, ey. Junge, 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 Junge. Tada! Ja. So. Jetzt müssen wir hier nur die Zaubertante klar machen und wir können quasi im 1 durchrennen. Irre! Außer natürlich, ich falle jetzt irgendwie runter oder so ein Scheiß. Oh, doch nicht. Diesmal war das Schwert lang genug beim letzten Amana-Stab. Den haben wir noch nicht. Oh! Okay. Okay. Das ist ein Zauberstab von denen, ne? Wehe, du fällst jetzt. Lass doch diese blöden Viecher in Ruhe. Ich kann dir eins sagen, ne? Wenn du jetzt da runterfällst und ich dich deswegen nicht bei meinem Kampf habe, ne? Dann hackt's. Seist du noch so mutig. So, Felicitas, komm ran. Da singt sie wieder für uns. Ich kümmere mich um den Dicken, du um die kleinen Dünnen mit den dicken Beinen. So, meiner läuft. So, guck mal hier, wie sie aufräumt. Dead Girl. Was war das? Wer stöhnt denn hier rum? Ende. So, die zweite erwische ich nie von hier. Das ist eigentlich echt schade.
So, das haben wir auch erledigt. Jetzt kommt noch eine Scheiß-Tante. Oh, das ist ein Item. Jetzt auf. Oh nein. Komm schon. Lauf schneller. Oh, ich hab mich doch. Oh nein. Nein, 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 beeil dich. Oh nein, 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 nein. Glück gehabt. Los, Felicitas wohl. Oh, du bist die Letzte, bist du echt? Komm jetzt. Schießt die mich echt nochmal an auf dem letzten Meter, ey. Warum ist diese blöde Tür eigentlich jedes Mal zu? Und warum sind hier keine Summon Signs? Tja, jetzt stehe ich wieder vor so einem, wie heißt es, vor so einem, vor einem Zwiespalt. Renne ich da jetzt rein und riskiere es nicht zu schaffen, was definitiv gar nicht mal so weit weg ist. Oder aber, warte ich. Aber dann wird es für euch mega langweilig. Ah, dann gucken wir einmal kurz unsere Ausrüstung. Vielleicht ergibt sich da bisher näher irgendwas. Zaubereien kann ich jetzt nicht mehr einstimmen. Feuer hat ja eigentlich keinen schlechten Schaden gemacht, ne? Habe ich denn auch Blutung? Ne, ich will. Ach, das hier ist Feuer, ne? Feuer. Feuer. Oh, ich könnte mal ein paar Seelen hier wieder. Vielleicht kann ich da schon einen ganzen Level wieder von aufsteigen. Tja, Felicia, was machen wir jetzt? Kann ich nicht benutzen. Sowas Blödes. Guck mal, er steht auch nur rum. Dann lass mich dich doch summonen. Nee, hier gibt's auch nichts. So was Blödes. Ey, wenn ich jetzt rausgehe, ne, und wieder reinkomme, ist sie dann da? Also wenn ich jetzt das Spiel verlasse und wiederkomme? Nein. Sie ist dann bestimmt nicht da. Das hätte ich jetzt nämlich gesagt, dann mache ich jetzt hier einfach Schluss. Und versuche es einfach, weiß nicht, morgen oder so nochmal. Wenn dann halt hier irgendwer ist, dann machen wir das eben. Vielleicht schaffe ich es ja auch. Ach komm, was soll's, YOLO. Und in dem Moment kommt da hinten ein Summon-Sign oder so ein Scheiß. Tja. Ach ja, dann halt nicht. Versuchen wir unser Glück. So, sie macht jetzt irgendeinen Angriff. Also sie, der Sang ist. Ach, es ist sogar eine sie. Es ist sogar eine Hegel wie sie. So, einen Schlag habe ich schon mal gelandet. Ist schon gar nicht mal so schlecht. Dann kommt sie jetzt wieder raus und sie macht genau ein bisschen Schlagscheiße da. Ich kann vielleicht. Oh, toll. Oh, Mann! Nein. Nein. Oh, da habe ich mein. Ach, wie herrlich, wie schön, wie herrlich, wie schön, wie schön und herrlich das auch ist. Ach, Mann, ey. Ich glaube. Ach, diese blöde. Den NPC zu holen, das ist es nicht wert. Die ist zu weit weg. Jedes Mal bis dahin hinrennen, das ist doch nervig. Ich meine, es ist schon nervig genug hier.
diese ganzen Leute hier zu töten. Das ist schon nervig genug, finde ich, die ganze Zeit. Am liebsten würde ich hier durchrushen einfach. Aber es geht ja auch nicht. Leider. Schieße so auf den scheiß Großen, bis der anfängt zu giften. Ja. Vielleicht kriege ich den Rest ja so klein. Ja, das sieht ganz gut aus. Einmal vergiftet, sollte vielleicht reichen. Reicht auch. Hundertprozentig. Ja, ist das super. Das sind dann 5 Pfeile oder was für den fetten Gegner. Jo. Dann muss ich irgendwann halt mal wieder zu Gavlan. Dann ist das so. Und tot. So. Kann ich die andere Tante eigentlich von hier auch schon klar machen? Nee, die steht leider Gottes ganz blöd außer Sicht. Naja gut, ist ja nicht schlimm. Sneaken wir jetzt hier ums Eck. Hier steht ja einer, der immer von uns wegspringt. Und ganz langsam zurückkommt. Oder auch gar nicht zurückkommt anscheinend. Die anderen kommen anscheinend auch nicht näher. Hundertprozentig. Drachenamulett, hundertprozentig. Weißt du, jetzt gerade fällt mir noch was ein. Ich hatte ja gesagt, so wenn man hier schön immer beschworen wird und so weiter und dann das schafft, wird man danach ja sogar menschlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier mein blödes Sign hinlege und ja hoffentlich auch vorhin auch gerufen werde, dann könnte ich ja sogar menschlich werden und dann hier selber einen Sign sehen. Von einem menschlichen Mitspieler. Dazu muss ich natürlich nur gerufen werden. Und das kann bekanntlich dauern. Mist! Ach, so was Blödes, ey. Sonst hat das immer so geklappt. Warte mal, welche Waffe... Ja, nee, die Doppelklinge, das kann ich vergessen. Das funktioniert nicht. Aber ich hatte doch mal noch so eine andere fette Klinge. Diese hier. Kein Fat Rolling. Vielleicht macht ihr mehr Schaden. Na, ja, könnte doch was werden. Ein so ein schneller Stich immer so da rein, wieso nicht? Wie viel macht die denn? 180. 133 plus 133. Na gut, ist mehr als 180, ne? Naja, muss ich mal gucken, wie sie halt auf physischen Schaden anspricht. Nee, warte, ich hatte doch noch ein ganz anderes Schwert. Oder nicht? Weil das hier habe ich ja noch gar nicht aufgewertet. Ich hatte doch irgendwas aufgewertet noch. Ach, das war das heilere das Schwert. Das glaube ich aber nicht, dass das irgendwas bringt. Mein gutes Falkion. Hurra, hurra. Hammer. Dieser Singsang, ne? Der geht einem auf den Sack. Der ist sogar schon plus 7. Aber ich gehe doch schon davon aus, dass das mehr bringt. Soll ich es mal alleine riskieren? Wie hoch stehen denn die Chancen, dass ich das schaffe? Außerschwindend gering. Ach komm. YOLO, es ist doch für euch mega öde.
Ja, sie hat aufgehört zu singen. Oh, shit. Oh, viermal greift die an. Ja, Schild oben gehabt, klar. Schön. Wieso auch nicht? Kann man doch mal machen, ne? Ja, los, ich beende die Aufnahme hier. Und hoffe, dass wenn ich das nächste Mal hier bin, dass hier irgendwelche Leute sind, die uns wenigstens rufen würden. Auf dass ich da halt irgendwie ein bisschen entweder leveln kann dann nachher, wenn ich dann genug Seelen habe. Oder ja, durch die halt menschlich werde und dann selber einen Summon Sign sehe. Falscher Pfeil. Aber ja, also ich weiß nicht, ob das klappen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es schien ja echt mega wenig los zu sein da unten. Oder auch hier. Ist ja gar nichts. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass hier irgendwie eine ziemliche Level-Sackgasse ist, ne? Wenn hier einmal warst, kommst du hier nie wieder hin. Warum auch? Ja gut, dann machen wir das so. Also wir machen hier das nächste Mal weiter. Ich hoffe, dass ich das hier dann irgendwie hinkriege mit diesem fetten Gegner da. Ich wünsche euch dahin viel Spaß. Bis dahin viel Spaß bei allem, was ihr macht. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich weiß, ihr seid es. Gehabt euch wohl. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Leute, Dark Souls, es geht weiter. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe jetzt, glaube ich, gefühlt 2 Monate lang nicht gezockt. Ich habe tatsächlich vorher so lange ja, vorgespielt quasi. Oder die Sessions so in die Länge gezogen und so kurz hintereinander weggespielt, dass ich halt mega viel Power Material hatte. Darum musste ich überhaupt nicht spielen. Die ganze Zeit. Aber das tat mir eigentlich auch mal ganz gut. Konnte so ein paar andere Sachen mal machen und musste einfach nur Folgen veröffentlichen. Hatten wir jetzt ja auch mit Dennis ein paar angefangen, die oh, das war vielleicht ein Fehler gerade. Die die Counter-Strike-Sachen zu machen und mit Marty mache ich ja die Rocket League Sachen, das ist auch ganz witzig und so weiter, das ist mal eine ganz nette Abwechslung. Aber natürlich muss es auch in Dark Souls weitergehen. Es geht natürlich nicht ohne. Ja, wir hatten ja letztes Mal versucht. Ach, jetzt sehe ich das erst. Das sind gar keine Pilze, das sind Käfer. Na, guck an. Wir hatten ja letztes Mal versucht, die, den Endgegner. Alter, das ist alles kaputt gegangen gerade. Das ist ja der Hammer. Ich erinnere mich. Ja, es ist leider Gottes viel zu lange her. Lalala. So, warte, jetzt muss ich erstmal hier meine Zettel ortieren. Mhm, genau. Hier habe ich noch meine Liste. Das ist was anderes. Das ist auch was anderes. Das ist auch was anderes. Das ist meine Einkaufsliste für Dark Souls. So. So. Oh, ich dachte gerade schon, ich hätte schon wieder auf Space gedrückt. So, schön wegklicken. So, wenn ich jetzt auf Space drücke, dann passiert nichts. Lalala. So, ja. Endgegner von diesem Gebiet steht an. Ich hoffe, dass wir das echt hinkriegen. Und ich hoffe, dass meine Aufnahme läuft. Und ich hoffe, dass meine PlayStation hier lädt. Hallo. Ernsthaft? 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 Halleluja. Reparieren. Ja, wie gesagt, letztes Mal habe ich das ja auch schon gehabt, dass mir dadurch die ganze Kacke kaputt gegangen ist. Ich hatte eigentlich gerade die ganze Zeit auch immer geguckt, so, hä, im Nebel passiert gar nichts, ich werde nicht vergiftet, nicht versteinert, was ist denn hier los? Aber dann wurde es mir gewahr.